Der Titel dieses Videos ist eigentlich nicht ganz richtig, denn das ist nicht der Seat Ateca Cupra, sondern es ist der Cupra Ateca. Cupra ist mittlerweile eine eigene Marke, sozusagen eine Tochter von Seat, die Performance-Marke. Und wir testen heute das erste Modell von Cupra, nämlich den Cupra Ateca, das heißt den bisherigen Seat Ateca. Jetzt aber mit 300 PS, einem neuen Fahrwerk, jede Menge Performance und einem stolzen Einstiegspreis. Denn wir starten hier nach aktuellem Stand bei 42.500 Euro. Das ist natürlich erstmal umwerfend viel, aber wir haben auch hier fast die komplette Vollausstattung an Bord, die es für den Ateca bisher gab oder die es eben für den Cupra Ateca gibt. Das heißt, wir schauen uns kurz den Cupra Ateca an. Ich zeige kurz die Eigenheiten, was alles inklusive ist. Wir werfen dann kurz einen Blick ins Cockpit und drehen dann einige dynamische Runden hier rund um Barcelona. An der Front prangt natürlich ganz populär das neue Cupra-Logo, das ist das hier. Man kann da alles Mögliche drin sehen, ein Stier, ein aggressives Symbol. Die Buchstaben des Namens Cupra kommen hier vor, je nachdem wie man sich das ausmalt oder vorstellt. Und ansonsten haben wir hier eben eine neue Frontschürze, die wirkt jetzt wirklich wesentlich aggressiver, sehr, sehr dynamisch. Auch die Scheinwerfer hier sind ganz wichtig zu wissen, Voll-LED-Scheinwerfer, die kommen auch immer serienmäßig. Ansonsten zieht sich hier überall die Farbe Kupfer durch, da haben wir einmal das Logo und weiter geht's dann an der Seite. Momentan ist es hier in Barcelona recht bewölkt, deswegen geht unsere Farbe ein ganzes Stück weit unter. Das ist aber die Kommunikationsfarbe Cupras, das nennt sich Rhodium Grey. Und besonders gut dazu passen natürlich die 19 Zoll Felgen namens Copper, das heißt Kupfer. Diese 19 Zoll Felgen sind tatsächlich aufweispflichtig. Normalerweise haben wir aber hier noch eine recht große Auswahl an 19 Zoll Felgen, die dann auch schon serienmäßig dabei sind. Ansonsten haben die Cupra Designer quasi den Ateca etwas nach unten gezogen. Das heißt, wir haben hier ein paar Anbauteile dran, die ihn tiefer wirken lassen. Tatsächlich sind wir nur einen Zentimeter näher am Boden. So viel ist er tatsächlich tiefer gelegt. Und wie gesagt, das ist Rhodium Grey. Wir haben hier normale schwarze Außenspiegel. Hier könnte man wohl in Zukunft noch Carbon-Teile bestellen in einem Performance-Paket bzw. in einem Optik-Paket, aber das kommt hier sonst soweit alles serienmäßig. Wir werfen noch mal einen kurzen Blick aufs Heck. Hier haben wir natürlich ganz groß und offensichtlich die vierflutige Auspuffanlage. Die kommt ebenfalls serienmäßig so. Wir haben den Stoßfänger hinten hier etwas auch aggressiver gestylt. Wir haben hier auch das neue Cupra-Logo. Hier genau wie vorne den Schriftzug Cupra. Und echte Seat- oder eben Ateca-Fans werden sehen, hier steht nirgends mehr Ateca. Es ist also der erste Cupra und es prangt überall das Cupra-Logo. Aber weder Seat noch die bisherige Cupra-Flagge noch der Name Ateca taucht hier eigentlich auf. Im Interieur des Cupra Ateca hat sich nicht so viel getan im Vergleich zum normalen bisherigen Seat Ateca. Wir kennen hier den ganzen Aufbau des Cockpits noch eigentlich genauso. Wir haben die Klimaautomatik von 2013. Wir haben aber auch einige schöne Neuerungen. Das sind Details wie zum Beispiel auf den Fußmatten eben das neue Cupra Logo. Wir haben hier in unserem Fall, das ist auch ganz interessant zu wissen, die normalen Sportsitze, die super schick sind und so auch serienmäßig kommen. Hier mit ein bisschen Carbon-Optik. Wieder dem Cupra Schriftzug, das hier abgesteppte auch in diesem Cupra Copper, das heißt in dieser Kupferfarbe, das ist schon sehr stimmig, aber wir könnten aufpreispflichtig für einen deutlichen Aufpreis auch noch Schalensitze bestellen, die gibt es jetzt auch schon zu bestellen im Konfigurator und sonst ist hier weitestgehend alles Serie. Wir haben hier noch für die richtigen Fans ein Optikpaket schwarz für 200-300 Euro, das bräuchte man aber nicht, das sind wirklich nur Kleinigkeiten, die das verändert. Besonders schön ist hier das Lenker, das wirklich immer so kommt, hier mit dem Cupra Logo und der Carbon-Optik, das ist sehr, sehr schick, liegt auch sehr gut in der Hand. Das ist quasi das bisher auch bei sehr, sehr sportliche Lenkrad. Und was mir am besten gefällt als Technik-Freak, ist das Virtual Cockpit, also der digitale Tacho, der nur in diesem Modell von der Marke Seat bzw. Seat Cupra. Nur hier ist er tatsächlich serienmäßig. Ich muss hier keine 400 Euro zahlen und wir haben dazu ja auch schon ein Video gemacht, denn das Schöne ist, nur beim Cupra Ateca gibt es auch noch eine weitere Ansicht. Ich kann das mal kurz zeigen, die es nur beim Cupra Ateca gibt. Das dürfte nämlich jetzt hier sein, der Drehzahlmesser als Zentralinstrument. Das gibt es nur hier. Außerdem immer Serie ist das 8 Zoll Navigationssystem, das haben wir auch dabei und auch sonst noch einige Extras, das heißt Licht- und Regensensor sind serienmäßig an Bord. Hier, weil er hier gerade so schön prangt, auch in der Cupra-Optik, 7-Gang DSG ist auch Serie, genau wie Alter, das kommt auch immer so, auch der Fahrmodus-Wahlschalter, adaptive Dämpfer. Dann, was wiederum nicht Serie ist, wäre dann, wenn wir noch mal kurz nach oben gucken, das Panoramaglasdach. Das sind also durchaus Dinge, die wir immer noch extra kaufen müssen.
wirklich sinnvoll und das, was sich die meisten wahrscheinlich sowieso konfiguriert haben, ist die 360 Grad Ansicht. Ich kann mal kurz einen Rückwärtsgang wechseln, dann sehen wir das. Das heißt Rückfahrkamera und noch drei weitere Kameras. Das war sonst noch recht teuer, ist hier auch serienmäßig an Bord. Und wenn es schon ums Einparken geht, auch der Parklenkassistent, der quasi parallel an der Fahrbahn oder auch im 90 Grad Winkel teilautomatisch einparken kann, auch der ist immer schon Serie. In 5,2 Sekunden beschleunigt der 2.0 TSI mit ganzen 300 PS den Cupra Ateca jetzt auf Tempo 100. Wir haben dabei immer noch den 2.0 TSI. Er ist natürlich technisch leicht modifiziert, aber er ist vor allem jetzt auf 300 PS hochgezüchtet. Dazu gehören auch 400 Newtonmeter Drehmoment, das ist schon wirklich ganz ordentlich. Das heißt, aus dem Stand macht das Sprinten wirklich richtig Spaß. Und wir fahren hier heute rund um Barcelona, natürlich nur auf asphaltierten Straßen, da der Cupra Ateca jetzt wirklich mal nicht mehr so das Gelände-SUV ist, schon gar nicht mit den schönen Felgen. Aber wir haben heute asphaltierte Straßen, die etwas feucht sind. Und da haben wir jetzt bei fast jedem Anfahren auf rutschiger Fahrbahn, weil wenn es lange nicht geregnet hat und das Wasser hier steht, dann ist es wirklich glitschig. Da haben wir immer gemerkt, dass bei spätestens bei diesem schweren SUV der Allradantrieb wirklich Gold wert ist. Das heißt, wir haben hier immer nicht nur das 7-Gang-DSG dabei, sondern eben auch den Allradantrieb, den Seat ja 4Drive nennt. Das ist zwar kein permanenter Allradantrieb, sondern nur ein variabler, aber der bringt natürlich richtig viel, da uns hier oft Leistung verpuffen würde, wenn wir nur einen Frontantrieb hätten. Und so funktioniert das wirklich viel besser. Wir haben hier serienmäßig im Prinzip zwei Möglichkeiten, das Fahrgefühl noch etwas zu beeinflussen. Ich fahre aktuell im Komfortmodus. Das ist die eine Möglichkeit, der Fahrmodus-Wahlschalter, der sich quasi auf die Elektronik auswirkt. Das heißt auf die Gasannahme und auf die Lenkung. Und wir sind hier aber auch mit den DCC verbunden, das heißt mit den adaptiven Dämpfern. Wenn ich also jetzt in Komfort fahre, ist das Ganze tatsächlich etwas weicher gefedert. Und wenn ich in den Race-Modus wechsle, wäre das Fahrwerk etwas härter. Im Komfortmodus ist die Lenkung sehr komfortabel, die Gasannahme ist nicht ganz so heftig. Und was da wirklich spannend ist, wir sind jetzt wirklich viel gefahren. Und wenn ich die Lenkung wechsle in den, ja, früher hat es geheißen Cupra-Modus, dann wird die auch nicht wirklich schwergängiger. Das heißt, es ist hier wirklich sehr, sehr leicht zu handeln, sowohl auf dem Supermarktparkplatz als auch auf der Kurvenstraße. Die Lenkung ist schon direkt, aber ja, sie ist wirklich sehr, sehr weich und leichtgängig. Das bleibt auch in allen Modi so. Und wenn ich jetzt hier wechsle, dann würde sich das zum Beispiel auch auf die Dämpfer auswirken, wenn ich in den Cupra-Modus gehe. Da war früher übrigens oder ist im normalen Ateca einfach der Eco-Modus, den gibt es nicht mehr. Wenn ich in diesem Modus bin, dann merke ich schon eine deutlich stärkere Gasannahme und die ein oder andere Bodenwelle oder die Schlaglöcher, die werden dann tatsächlich etwas besser weitergegeben. Früher hat man das beim Volkswagen-Konzern immer gar nicht gespürt, die adaptiven Dämpfer, aber ich finde, hier kommen sie doch schon ganz gut raus und hier machen sie auch Sinn, da man natürlich hier wirklich schön umschalten kann zwischen Komfortfahrzeug oder wirklich etwas härteren Federn zumindest. Das merkt man also schon ganz gut. Und die adaptiven Dämpfer sind wie die Fahrmodusauswahl tatsächlich auch immer Serie. Jetzt, wo wir im Cupra-Modus beschleunigen, kann man es, glaube ich, ganz gut hören. Der Sound ist auch etwas lauter geworden, es hat sich alles etwas verändert, die Gasannahme, und laut Seat wird der Sound auch nicht künstlich erzeugt, sondern er kommt tatsächlich vom Motor und von der Abgasanlage. Und dafür klingt er wirklich ganz gut für den 2.0 TSI, so ähnlich wie beim Leon Cooper damals, also schon wirklich kernig, deutlich zu hören. Und auch von außen gibt es die oft gewünschten Zwischengasstöße, die es zum Beispiel beim VW Polo mit dem 7-Gang DS nicht gibt, da hat man das nicht hingekriegt, aber hier ist es wirklich ganz gut geworden. Was natürlich trotz aller Technik nicht möglich ist, ist den Schwerpunkt weiter nach unten zu setzen. Tatsächlich liegt der Cupra Ateca einen Zentimeter näher am Boden. So viel hat man ihn also tiefer gelegt. Aber in diesen Kurven hier merkt man trotzdem noch etwas den hohen Schwerpunkt. Das ist nicht wie beim Leon Cupra zum Beispiel oder bei dem sportlichen Leon, dass man einfach weit an der Straße ist. Wir haben hier einen hohen Schwerpunkt und den merkt man. Aber wir wanken so gut wie gar nicht mehr. Ich meine, klar merke ich den Schwerpunkt, aber dass ich mich jetzt hier zum Beispiel stark in die Kurve lege, das ist eigentlich gar nicht der Fall und das ist schon ganz angenehm.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Kupsa-Artikel noch auf einem abgesperrten Stück auszuprobieren. Und wir starten mit der Launch Control. Das heißt, wir müssen im Kupsa-Modus sein, Sportmodus. DSC muss auf Sport sein. Und Fuß auf die Bremse. Ich gebe einmal Vollgas. Und es geht los. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr weggehauen. Und wir sind jetzt bei Tempo 100. Das macht also Spaß, hat vor allem richtig schön am Antriebsstrang gerissen beim Start. Also nicht schlecht, das haben wir bei einem Seat, glaube ich, so heftig noch nicht gehabt. Sehr, sehr cool. Launch Control hier auch natürlich sehr mäßig dabei. Und wir können jetzt hier auch etwas Gas geben, da der Track hier tatsächlich abgesperrt ist. Wir dürfen es noch nicht übertreiben. Und hier kann man auch nochmal schön jetzt wirklich ESC Sport testen. So exzessiv werde ich jetzt hier nicht fahren, dass wir das überhaupt brauchen. Aber das ist schon wirklich top. Hier haben wir auch nochmal sehr schön den Sound. Jetzt bei 117 km/h. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen übertrieben schnell in die Kurve fahren. Und wir neigen uns nicht besonders stark. Jetzt einmal bremsen. Dann haben wir hier natürlich auch noch die Brembo-Bremsanlage dabei. Die kann ich aber hier nicht wirklich testen. Ich meine, klar, packt die gut zu. Die wird auch noch bremsen, wenn die Bremsen richtig heiß sind. Aber wir haben hier keine Rennstrecke, auf der ich wirklich so stark bremsen kann, dass ich das merken würde. Jetzt von außen sicherlich schön zu hören, die Zwischengasstöße. Und auch hier bei feuchter Fahrbahn ist die Traktion hier noch ziemlich krass. Also ich weiß natürlich nicht, oder ich spüre jetzt auch nur schwer auf dem kurzen Stück, wann genau der Fordrive eingreift. Das heißt, wann mir vorne wirklich Traktion verloren geht. Das ist jetzt hier nicht so leicht zu spüren, weil ich hier natürlich auch immer wieder stark abbremsen muss. Aber jetzt hier zum Beispiel mit 40 aus der Kurve, jetzt mal auf Vollgas, dann merke ich schon, dass der auf jeden Fall eingreift, dass es mir vorne verpuffen würde. Aber die Übergänge sind da wirklich ganz gut gelungen mittlerweile. Also jetzt hier zum Beispiel wieder Vollgas. Früher hätte ich viel mehr durch Vibrationen gespürt, wann der tatsächlich eingreift. Und jetzt hier wieder Kurve, nochmal und jetzt gehe ich wieder aufs Gas. Dann quietschen mir die Reifen ordentlich. Oder auch hier, das ist schon wirklich ganz cool, wie es so im Ansatz zumindest wie ein permanenter Allrad wirkt, weil ich jetzt hier nicht so stark gespürt habe, wann er wirklich anspringt. Früher beim Seat Leon Experience zum Beispiel, da war das ganz klar, jetzt wird die Hinterachse eingekoppelt, aber hier ist es echt ganz gut gelungen. Hier haben wir nochmal eine schöne steile Steigung, da können wir auch nochmal gucken, wie das hier funktioniert. Also die 300 PS, die ziehen einen hier quasi überall hoch, das ist überhaupt kein Thema. Da muss man auch nicht lange warten, bis das DSG zurückschaltet. Es gibt nur ein paar einzelne Stellen, wo man wirklich gucken muss, wenn man von 100 auf 40 bremst, bis das dann den richtigen Gang wieder findet. Das kann manchmal ein bisschen nerven, aber insgesamt überhaupt kein Problem. Beim Verbrauch gibt Seat für diesen 2.0 TSI mit 300 PS 7,4 Liter Benzin im Mittel an. Das ist, denke ich, nicht zu schaffen. Wir sind, wie gesagt, sehr wild gefahren heute und hier auf der Uhr steht ein Verbrauch von genau 12,5 Litern. Da muss ich explizit dazu sagen, das ist natürlich völlig übertrieben, da wir hier oft gewendet haben und wirklich voll durchbeschleunigt haben, einen Soundcheck gemacht haben. Aber wenn 7,4 angegeben ist und unser krassester Wert bei 12,5 liegt, denke ich, dass es wirklich schwer wird, den hier unter 9 Litern zu fahren, der natürlich, weil er natürlich auch immer etwas provoziert, Gas zu geben. Und ich schätze, 9 ist ein Wert, den man auf jeden Fall einfahren kann, locker, aber viel drunter wird es nicht gehen. Auch wenn wir hier 43.000 Euro im Grundpreis zahlen, haben wir noch nicht alles dabei, so zum Beispiel auch die Assistenzsysteme. Das heißt, wir haben hier alles verfügbar, was es auch sonst im Ateca gibt, aber wir haben zum Beispiel die zwei wichtigsten Sachen, ACC, also adaptive Geschwindigkeitsregelung, und Lane Assist noch nicht inklusive. Wir haben es hier im Auto dabei. Soweit ich aktuell weiß, zahlen wir knapp 1.000 Euro für das Paket, also wir müssen dann nicht mehr die Funktionen einzeln kaufen. Und dann habe ich eben das Paket, das den Cupra Ateca auch teilautonom fahren lässt. Das heißt, ACC ist auf 120 km/h eingestellt, der Lane Assist ist aktiv und so hält er mich jetzt quasi in der Spur. Ich kann die Hände auch mal etwas länger vom Lenkrad nehmen, das akzeptiert er auf jeden Fall. Und das ist eben das Schöne, dass er mich hier auf der Langstrecke auch wirklich permanent unterstützt und vor allem entlastet. Aber wie gesagt, das ist nicht inklusive, das müsste ich also tatsächlich noch separat kaufen.
genau wie das mit den Blindspot-Warner, das heißt toter Winkelwarner. Der Notbremsassistent nach vorne mit Fußgängererkennung, der ist allerdings immer inklusive. Wir sind jetzt gestern und heute wirklich mehrere hundert Kilometer Landstraße gefahren mit dem Cupra Ateca und wir sind letztes Jahr ja auch schon den normalen Ateca 2.0 TSI mit 190 PS gefahren und da ist der Cupra Ateca wirklich ein großer Unterschied. Wir haben hier ein neu entwickeltes Fahrwerk, wir haben die adaptiven Dämpfer immer dabei und wer gerne wirklich sportlich, bisher sportlich fährt, für den ist der Cupra Ateca das Richtige, auch wenn man natürlich einen hohen Einstiegspreis hat. Der lässt sich eben noch hochtreiben, zum Beispiel mit der Brembo Bremsanlage, die sieht natürlich cool aus vorne wegen den größeren Bremsscheiben. Ich würde sie mir aber nur leisten, wenn ich wirklich auch ab und zu extrem sportlich fahren will, das heißt kein Fading haben möchte bei zahlreichen serpentinen Etappen oder auf der Rennstrecke zum Beispiel. Ansonsten würde ich mir das sparen. Denn so wie er hier steht, unser Cupra Ateca, kann es dann doch schnell passieren, wenn man mal in den Konfigurator schaut, dass man wirklich über 50.000 Euro kommt. Und das ist natürlich jede Menge Geld. Ich habe dann zwar alles dabei, ich habe ein super praktisches Auto, ich habe ein Panoramadach und so weiter, Gepäcknetz, aber die 50.000 Euro sind doch schnell zu knacken. Mit 42.500 habe ich schon einiges an Bord. Das ist natürlich trotzdem ein stolzer Einstiegspreis und wir sind gespannt, wie es der Cupra Ateca entwickelt und deswegen sind wir auch gespannt auf eure Meinung. Deswegen stimmt ab bei unserer Abstimmung oben rechts. Was haltet ihr davon, dass Cupra jetzt eigenständig ist und indirekt auch, was haltet ihr vom neuen Cupra Logo? Schreibt uns das in die Kommentare. Wir danken euch für euer Feedback.